Hey, oh Gott, auf Willen, ein weiteres Fortnite-Item-Trophy ist heute für euch am Start. Ihr hört gerade noch die Shop-Musik von gestern, die lasse ich heute noch im Hintergrund drin. Ab morgen wird es dann wahrscheinlich wieder Standard sein. Wie immer eine Sache vorneweg, falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code in dafür benutzen und damit zurück zum Shop. Wir haben einen neuen Tanz, den gucken wir uns gleich an. Wie immer natürlich fangen wir ganz links an mit dem Power-Chord oder Power-Chord. Der Lieblings-Rocker-Skin aller OG-Fans ist mal wieder im Shop dabei. Schade für alle, die den haben, aber irgendwann kommt alles halt mal wieder. Und ich merke gerade, dass man die Spitzhackengeräusche so gut wie gar nicht hört bei der Musik. Sorry dafür, wie gesagt, ab morgen wird es wieder standardmäßig sein. Aber ich finde die Hintergrundmusik wirklich cool. Stage Dive, auch ein netter Gleiter. 800, fast ein bisschen zu teuer dafür, weil er eigentlich doch recht standardmäßig ist. Schlappohr, ich persönlich stehe nicht auf diese komischen Skins. Das liegt aber hauptsächlich daran, wie das Material aussieht. Das ist mir so komisch, ja, wie diese Müllsackjacken. Ich stehe einfach gar nicht so auf diesen Stil. Und den männlichen Skin finde ich sogar noch schlimmer. Die Bulldoggenfresse ist es wirklich, weil es einfach eine Bulldogge ist. Und dadurch, dass man das Gesicht nicht sieht, ich weiß nicht. Hingegen der Gleiter, der gefällt mir wieder. Das hat sowas von diesen Roboterkämpfen irgendwie. Dieses japanische, dieses stilisierte, das passt wieder ganz gut. Und der Presslufthacker, der klingt immerhin ganz cool. Und ein bisschen Dampf kommt auch hinten raus. Oh, jetzt kommen die Seefahrer-Piraten-Skins nochmal. Mit den zwei Stilen plus den zwei Rückenaccessoires, die auch nochmal einen Stil haben. Also vier Sachen, die man für den Preis von 1200 V-Bucks bekommt. Teilweise bekommt man dafür Skins, die nicht mal ein Rückenaccessoire haben. Also das ist wirklich, wirklich viel für den Preis. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich finde, die Skins sehen auch wirklich gut aus. So mit der Schatzkiste auf dem Rücken, da kann wirklich niemand was gegen sagen. Das sieht einfach wirklich super aus. Und der Ankersteuer, naja, geht so, die Spitzhacke ist jetzt nicht so beeindruckend und das war's auch schon, kein Gleiter, den Gleiter bekommen wir bei den Piraten-Herausforderungen, denke ich mal. Waffenexperte, so ein bisschen Captain America-Style, ich finde den weiblichen sogar noch ein bisschen cooler. Und jetzt kommt der neue Tanz, Schrittwechsel, da wird sich eben mal kurz die Musik gegönnt. Ich bin absolut fasziniert vom Tanz. Ich glaube, ich werde den mal in Real Life ausprobieren. Dann haben wir den Sonnenblumen-Skin. Das Rückenaccessoire dazu gibt es separat nochmal im Shop zu kaufen heute. Aber der Skin an sich sieht absolut nicht verkehrt aus. Genauso viel kostet allerdings die Spitzhacke. Komplett in Gold. Klingt ganz nett und ist komplett in Gold. Aber ansonsten hat sie halt keine Effekte. Dann haben wir den Tambourmajor. Auch hier wieder kurz mit der Musik. Das ist ein richtig klassischer Song, also auf jeden Fall eine Variation davon, aber ich denke mal, die Grundmelodie kennt fast jeder und der sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, ist halt so ein Fortbewegungstanz. Und der Sonnenspross, das Rückenaccessoire, das man vorgestern noch kostenlos beim Hypno-Skin dazu bekommen hat, ist leider jetzt nicht mehr so, gibt es nur noch separat zu kaufen. Schrittwechsel, einfach ein mega geiler Tanz, die Piraten, einfach mega geile Skins und das war ein mega geiles Video. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, ich verabschiede mich erstmal an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und Ciao.